Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, eine Sache schon mal vorweg. Ich bin immer noch nicht wirklich genesen. Das heißt, meine Nase ist immer noch total zu und ich träne auch ganz schön aus den Augen, was ihr zum Glück nicht sehen müsst. Ah, sehr schön. Die sind soweit fertig. Sehr gut. Das wollte ich nur vorweg schon mal sagen, als kleine Vorwarnung, falls ich irgendwas lesen muss oder so und das am Ende dann gar nicht mehr so richtig vorlesen kann, beziehungsweise mich da irgendwie bei verhaspel oder sonst irgendetwas. Nur ich wollte jetzt auch keinen Leerlauf lassen, weil ich möchte selber natürlich auch wissen, wie es bei Wildflowers weitergeht. Und ich möchte natürlich auch nicht dafür verantwortlich sein, dass ihr nicht weitergucken könnt. Deswegen müsst ihr jetzt ein bisschen Vorlieb mit meiner aktuellen Quietschstimme nehmen. Es tut mir wirklich leid, aber es geht nicht anders. Ich versuche auch mein Bestes, um wieder gesund zu werden. Und ich möchte endlich mal so ein kleines Eichhörnchen bei mir im Garten haben. Ich möchte eins mitnehmen und knuddeln und als Begleiter haben oder so. Das wäre schön. So, jetzt gucken wir mal erstmal. Is it? Was wir für ein Rezept holen können. Und zwar ist das die Blutwurst. Die sieht irgendwie total vergammelt und verschimmelt aus. Ich weiß auch nicht. Sind die so? Also ich persönlich mag eh keine Blutwurst. Die sind mir zu eklig. Ich mag überhaupt generell eigentlich keine Wurst. Aber die einzige, die ich mal gegessen habe als Kind, das war so eine Bratwurst. Und da hört es dann auch schon auf. Alle anderen, die waren so. Ja. Nee, danke. Aber die sah jetzt richtig eklig aus, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt tatsächlich so aussehen, so dunkel. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Ach so, wir haben ja gar keinen. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Wir haben ja gar keine Beschleunigung mehr. Dann nehmen wir natürlich eben Temposchub. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. So ist das doch viel, viel angenehmer. Warum ist mir das nicht schon aufgefallen, als ich hier reingelaufen bin? Ich weiß es nicht. So. Jetzt habe ich aber ein ganz anderes Problem. Warte darauf, dass der Geist sich zeigt. Ja, der kann sich theoretischerweise überall zeigen, ne? Gibt der Kräuterkundlerin Anemonenblumen, damit sie glanzverstärkende Tränke herstellen kann. Ja. Anemonen, wo soll ich die jetzt herkriegen? Irgendwo eine Mine, da haben wir ja schon festgestellt, dass wir das nicht so einfach finden. Also es wird wohl alles nicht so einfach sein, was wir als Aufgaben haben. Ach, der Bot ist noch aktiv, okay. So, nicht weglaufen. Das finde ich doof, dass die nicht einfach davon mitessen können. Aber gut, das ist jetzt natürlich auch ein ganz anderes Futter, was wir da auf der Weide haben. Aber ich finde es immer noch klasse, dass die anderen Tiere einfach auf die Weide gehen und schwupps, schon sind sie gefüttert. Erspart uns natürlich auch einiges an Geld, muss man auch dazu sagen. So, Beatrice. Dann noch Pika. Pika war, glaube ich, einer der neueren, oder? Also zumindest laut den Herzen sieht er auch noch relativ neu in Anführungszeichen aus. Ist natürlich auch schon ein erwachsenes Huhn. Ich weiß gar nicht, wofür wir die ganzen Hühnerfeder eigentlich brauchten. Ich weiß, dass es da irgendwo was gab, wo wir, ich glaube, einen Zauber hatten, wo wir das für benutzen konnten. Meine ich. Und der, nicht Perry, wie heißt der jetzt nochmal? Der von unserer Parallelwelt hier, der hat die auch gerne gehabt. Also beziehungsweise der hat die mal gesucht. Da konnten wir die mal abgeben, das weiß ich auch noch. Moment, halt, stopp. Wer hat sich hier wieder reingeschmuggelt? Flügelspiel. So geht das aber nicht hier, ne? Nicht einfach wegschmuggeln, wenn ich die anderen schon gemacht habe. Übrigens, kleine Vorwarnung, sollte ich euch eventuell anschreien oder viel zu leise reden, das kann daran liegen, dass meine Ohren total zu sind im Moment. Ich kann es nicht ganz so abpassen, ehrlich gesagt. Ich höre mich selber teilweise auch nicht mehr so wirklich reden. Dazu kommt dann noch dieser natürliche Drang zu schreien, weil man ja, selber denkt, dass man überhaupt nicht wirklich ankommt von der Lautstärke her. Sag mal, Butterblume, geht's noch?
Kannst du nicht einfach hier so durchlaufen? Ja. Kannst du dich entschuldigen? So geht das nicht hier. Jetzt muss ich mal ganz schnell. Den müssen wir noch machen, ne? Der ist uns nämlich eben da durchgelaufen, ja. Und ich vermute, du warst es noch. Also man sieht es ja so ein bisschen, ob das in Anführungszeichen frisches Herz ist oder ob das so ein leicht, ja, dunkles Herz, sage ich jetzt mal, mit dem Gelb ist. Aber es ist halt doch ein bisschen blöd zu sehen, finde ich. Unkraut, Unkraut, Unkraut. Da oben ist nichts. Schau mal hier unten nochmal, ob da noch irgendwas... Ja. Und sogar noch ein zweites Unkraut. Sehr, sehr geil. Dann können wir nämlich auch mit der Zeit wieder gucken, dass wir hier so ein bisschen sparen können, dass wir... Ja, also wir haben ja sogar gerade noch was bekommen, ne? Dass wir noch ein Beet hier hinstellen können. Weil, dann kann ich da nämlich... was habe ich denn jetzt überhaupt hier alles drin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe da oben zwei mit roten Blumen. Dann habe ich von den Maulbeerbäumen, glaube ich, drei, wenn ich das richtig sehe. Ich schau mal eben nach. Moment. Ach. Also, da haben wir noch Orange dazwischen. Der hier oben ist der Maulbeerbaum. Okay. Orange, Zitrone und zweimal das mit den... Ja gut, das mit den roten habe ich unten nicht. Aber hier habe ich einmal Maulbeer, Orange und Zitrone. Maulbeer, Orange und Zitrone. Dann... Maulbeer habe ich hier unten auch. Zitrone. Limette. Hm. Könnte ich jetzt theoretisch noch einen Apfelbaum hinmachen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich machen sollte. Olive habe ich noch gar nicht, oder? Moment, die habe ich alle. Oder hatte ich hier... Ich hatte hier keinen Olivebaum. Das ist doch Limette. Ich meine, ich hatte keine Olive dabei. Was mich nur wundert, dass ich nur eine davon habe. Ich mache hier mal einen Olivenbaumsetzling rein. So. So. Die Blumen und... hatte ich nicht beim letzten Mal... Doch, die sind auch fair. Ach so, das waren andere Blumen. Okay. Das heißt, theoretischerweise müsste aber jetzt... Nee, es wird immer noch nicht produziert. Der wird produziert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Der wird produziert. Der wird produziert. Gehe ich eins höher. Der wird nicht produziert. Und noch eins höher. Der wird wieder produziert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Oh. Das ist so komisch gemacht, weil die ja alle eigentlich bei den Blumen dran sind, aber... Ich verstehe nicht, warum das eine produziert wird und das andere nicht. Hallo, Wesley. You haven't even been a witch for a full year yet, and you're already dealing with wraiths. Ah, that's a lot to handle. Become a witch, they said. It'll be fun, they said. Hey, at least someone asked your permission first. Naja, nicht so direkt, ne? Ich war halt irgendwann eine Hexe. Was aber nicht schlimm ist. So, sie hat mal wieder zu. Ich weiß immer noch nicht, wann und wo der Geist denn auftreten soll. Die anderen sind scheinbar alle gar nicht da, ne? Alles geschlossen. Hm. Zephyr's creations can help you with your farm chores. Then you can spend more time on your magical training. Hm. Naja, sind wir mal ehrlich, so viel mehr Zeit habe ich dadurch jetzt nicht. Petty says that the coven let a wraith escape from the gloaming. That is serious. I have been here many centuries, and I have not seen that happen for some time.
What happened last time? It is better that I not say. Oha. Das hört sich allerdings gar nicht gut an. Okay, dann. Ja, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau. Vielleicht ist ja der, der Geist auch in der Mine drin. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wohin der abgehauen ist. Thomas ist auch nicht da. Sprechen wir nochmal die Leute der Reihe nach an. Francis and Angus can't get married soon enough. For the sake of Francis's health. I adore that man, and I don't want to treat him for heart palpitations. Ja, da oben können wir auch noch nichts einsammeln. Wahrscheinlich steht er hier, ne? Habe ich mir schon gedacht. Aber er hat keine neue Quest. Ach, guck mal einer an. I heard Mayor Soft's got some competition this year. Oh, are you thinking of voting for his rival? Huh, fat chance. With any luck, when that greenhorn loses, he'll leave town. Ja gut, das glaube ich und hoffe ich jetzt nicht. Aber es ist halt ein bisschen seltsam, ne? Dass der hier hinkommt, der macht dann da seine Farm auf, dann hat er Probleme mit dem Bürgermeister wegen irgendeiner Sache und stellt sich dann zur Wahl auf. Ich weiß nicht, das ist alles so ein bisschen... Ist der denn da? Der ist da. Könnte ich eigentlich nochmal Futter holen, ne? Hühnerfutter, genau. Zack. Muss ich? Nee, mit dir sprechen muss ich nicht mehr. Hört sich immer so nett an. Aber das haben wir schon. Was hat er denn da? Ach, stimmt, er macht das ja logischerweise auch nach den Jahreszeiten. Der hat hier so einen Kohl oder was das ist, den ich mir auch geholt hatte. Da haben wir nichts. Eine Muschelschale. Sehr schön. Ja, ich weiß, es tut mir leid an den ganzen... Ach nee, Moment, wir hatten jetzt Max, ne? Wir brauchen gar nicht mehr reden. Sehr geil. Wouldn't it be lovely if you got married in Fairhaven, just like Angus and Francis? I mean, sure, but who would I even marry? I don't know, but say the word and I'll set you up with someone. Ich weiß doch, wen ich haben will. Aber derjenige, der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Der lebt nur in seiner eigenen kleinen Feen- und Werwolf-Welt und ignoriert mich hier komplett. Es ist eine Riesensauerei, ist das. So. Francis came in looking for rice, onions and spinach with a package from Kim's under his arm already. Took everything in me not to ask if I could have a plate of whatever he was about to make. Ja, es ist ja bestimmt nie nur... Oh, hi. In der letzten Folge ist sein Herz gebrochen. Aber wir müssen gar nicht mit ihm reden. Das ist gut. Ja, aber irgendwie ignorieren die das ja scheinbar auch. Oh, Kim ist auch noch da. Moment. When are you gonna bring me some livestock to butcher? Das ist nichts für mich. Ja, genau. Aber... Pff. Könnte ich, theoretisch, wenn sie welche braucht? Eventually. Good. I don't like being indebted to Marty for giving me most of my supplies. Okay. Können wir damit dann die Beziehung auch ein bisschen verbessern eventuell? Weil dann würde ich ihr tatsächlich mal... Achso, ich glaube, aber einen Huhn kann ich ihr gar nicht geben, ne? Muss ich ihr dann ein Schaf geben? Ja, das kann ich auf gar keinen Fall. Otto recently told me why Violet and Sebastian's parents aren't around. And wow, I wish those two would come to the Consciousness Center. We'd welcome them to our little family. Eieiei. Der hat auch nur sein dämliches Bewusstseinszentrum im Kopf. Diese noch da, okay. Ich glaube, die haben auch erst in der letzten Folge oder so reingetan, kann das sein? Bin mir jetzt nicht sicher. So, bei dir schauen wir nochmal kurz rein. Du hast auch keine neue... Moment. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, Mann. It's not that I've got a problem with Thomas. I've got a lot of respect for the guy. And I've tried being friendly.
but there's only so far you can go with someone who clearly has had a crush on your wife since they were kids. What? You think I didn't know? Come on now, Tara. It's obvious. Hätte ich doch lieber Thomas auswählen sollen, wa? Ja, den fand ich ja auch ganz klasse, aber der ist halt so... Ne, also für meine Tara muss ich sagen, er ist schon zu alt. Das ist jetzt kein junger Hüpfer mehr. Unser Werwolf ist schon ein bisschen jünger. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen. Na, komm. Shelby, du wärst mir zu alt, aber okay. Hey, Shelby. What's on your mind? Fall always makes me think about the folks on the other side. It's when they feel close. Oh, you mean like in Ravenwood Hollow? No, I mean your Gram, Giacomo, my parents. Not Gloria, though. Always found that curious. Das war doch eigentlich klar, was er meinte. Ich meine, im ersten Moment habe ich auch gedacht, oh, andere Seite. Mit ihm müssen wir auch nicht mehr reden. Da haben wir auch schon alles auf Max. Dann schauen wir nochmal eben, was mit den Blumen ist. Die sind noch nicht reif. Das heißt, da müssen wir im Moment auch noch nicht hin. Ja, wir könnten allerdings mal eben durch den Wald laufen oben. Ob da vielleicht irgendwie... Aber ich weiß nicht, wo der Geist hingeflogen ist. Das ist das Problem. Der ist hier ja quasi weg, ne? Der wird ja bestimmt nicht direkt wieder hier hinkommen. Da können wir rein theoretisch hin. Aber es wäre auch Blödsinn, den zu suchen. Moment, welche Blumen brauchen wir jetzt? Anemonenblumen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die jetzt hier kriegen. Oh, Violet ist mitgekommen. Das ist ja nett. Aber ich darf die nicht ansprechen, oder was? Na toll. Du bist keine Blume. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hasse das. Ach so, stimmt. Wir müssen die ja auch noch... Ah... Ja, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir die Blumen herkriegen. Natürlich. Wir müssen uns ja nur um die kümmern. Ich bin auch so doof. Jetzt habe ich mal ein paar Tage nicht gespielt, weil ich nicht konnte, also gesundheitlich. Und dann sowas. Oh. Was ist eigentlich hiermit? Looks like I'm all out of juice. I'll need to brew more spirit flame to get through here. Okay, was ist denn, wenn ich Geisterflamme mache? Können wir den Geist dann vielleicht da finden? Aber er ist halt hier raus ausgebrochen, ne? Das ist halt das, wo ich denke, dass wir ihn dann nicht finden werden. Aber schon cool, dass Violet einfach mitkommt. Und dann ist er auf einmal wieder verschwunden. Das ist ein bisschen seltsam gemacht, aber okay. So, dann haben wir... Brombeeren. Wir das wieder aufgefüllt haben. So. Aber gut, dass ich da nochmal eben nachgeguckt habe, weil das habe ich wirklich total vergessen. Gut, jetzt kam natürlich noch, oder ist aktuell noch die Sache mit dem Kranksein dazwischen, dass ich überhaupt irgendwie mein Gehirn ein bisschen Matsche ist gerade und ach, dann ein paar Tage nicht mehr gespielt. Dann weiß ich natürlich auch nicht mehr, was ich da gemacht hatte beim letzten Mal. Aber jetzt weiß ich es wieder. I want to start a skateboard streaming channel one of these days, but I've been crazy busy lately. Ja, entweder macht man sowas oder man macht's nicht. Hey, Juliet. Excited for Halloween? Not really. I'm too old to trick-or-treat. No one is too old for free candy. But, like, can't grown-ups buy their own candy? Ja, das stimmt. Messenger Cameron is really speaking out strongly against malcontents now. I admire his zeal. He's certainly very passionate about his beliefs. Kann man jetzt so nicht sagen, nee. Okay, Violet ist eigentlich unterwegs. Hier brauchen wir alles nicht zu machen. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wann sich dieser blöde Geist zeigt, beziehungsweise warum er sich zeigt,
dann wäre alles ein bisschen einfacher. Die haben noch 4 Stunden. Das heißt, der hat noch einen Tag. Das dauert auch noch ein bisschen. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, dass ich jetzt noch mal ein bisschen in die Mine gehe, weil ich ja sonst nicht wirklich was anderes zu tun habe. Und da auch noch mal Ausschau halte nach diesen Dingen, was die eine verloren hatte. Hier die Versorium. Ob wir das irgendwo finden können. Ich weiß noch nicht, ob wir das nur in den Haufen sozusagen finden können, also im Metall selber, oder ob die das so verloren hat. Normalerweise müsste die das ja verloren haben. Ich würde jetzt einfach mal durch die ganzen Minendinger durchgehen. Boah, was auch krass ist, weil das sind 20 Stück. Aber gut, man hat ja sonst nichts zu tun. Das ist jetzt die Frage, wo sie natürlich drin gewesen ist, ne? Aber ich laufe da jetzt einfach mal durch und dann sollte sich noch irgendwas ergeben, dann schalte ich euch natürlich wieder hinzu. Sollte sich nichts ergeben, sage ich schon mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Nein! Das ist er doch. Wie geil! Dann kann ich wieder rausgehen. Ich bin übrigens auf Level, auf Ebene 16, wo ich den gefunden habe. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal schnell zu ihr zurück. Unter Tränen sieht man nicht. Achso, sie ist ja gar nicht da gewesen. Ah. Wann macht sie denn auf? Ist sie am nächsten Tag da? Montag und Dienstag geschlossen. Ah, schade, schade, schade. Ja, dann müssen wir leider noch bis Mittwoch warten, um ihr das Ganze abzugeben. Sehr, sehr schade. Haben wir noch irgendwelche Sachen, die wir hier gekocht haben oder so? Nö. Na gut. Dann gute Nacht. Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.